Guten Tag. Herzliche Grüße aus Masuren. Der Herbst ist jetzt richtig da. Morgens kalt, abends kalt und tagsüber wird es auch nicht warm. Leider auch ein bisschen windig. Ich will nicht sagen Herbststurm, aber windig. Und es ist schwer, die Hirsche zu orten. Denn die Brunft ist voll da. An einigen Stellen klingt es ein bisschen ab, aber Sie wissen ja, gerade zum Ende der Brunft ist es besonders interessant. Die Jäger berichten, dass es schwer ist, an die Hirsche ranzukommen. Ich habe Ihnen die Bilder gezeigt. Es ist immer wieder ein Kampf im Busch. Und so sehen Sie Geweihe, Läufe, teilweise den Hirsch zu weit vorne, zu weit hinten. Und so sind noch nicht alle Jäger zum Erfolg gekommen, aber beinahe alle. Ein Hirsch gestern Abend, ein Hirsch heute Morgen. Und so ist immer Erfolg. Ich muss leider auch sagen, wir haben Nachsuchen. Das müssen wir irgendwie nochmal extra dokumentieren. Ich hatte Ihnen erzählt, eine ist gefilmt. Das Material werde ich wohl heute bekommen. Heute fahren wir wieder zu 3 Nachsuchen. Also auch in der Richtung ist sehr viel Arbeit. Und wir sind froh darüber, unseren Schweißhund dabei zu haben. Also, jetzt die beiden Hirsche, dann das Gewinnspiel und morgen irgendwas Neues wieder. Auf jeden Fall wird es spannend bleiben, sodass es sich lohnt für Sie, wieder einzuschalten. Stefan Lenz. Ich melde mich wieder aus der schönen Johannesburger Heide, wo ich heute Abend gegen ca. 18.30 Uhr das Glück hatte, mit meinem Freund und Führer Maciek, der den passenden Riecher wieder hatte, an die passende Stelle im Wald erstmal das Auto abzustellen, dass wir dann passend an eine bestimmte Wiese rangehen konnten, die ringsum ja, mit Wald eingesäumt war, in der Mitte dann flaches Schilf, hohes Schilf, ein Traum vom Bild. Und da haben wir einen kleinen Ansitzbock bezogen und haben dort ganz, ganz herrlich gesessen, traumhaft. Schauen nach rechts, 5 Überläufer brechen an der Schilfkante, haben wir uns die ganze Zeit beguckt. Und dann Maciek auf einmal stupst mich an, Stefan, linke Seite, Hirsch. Wir beide haben geguckt. Maciek sagt, Stefan, gute Hirsch, sagt er, kannst du schießen? Ich sag, gut, machen wir das. Entfernung überprüft, ca. 200 Meter. Geschossen, Hirsch zeichnet, geht 10 Schritt, nochmal repetiert, zweite Mal geschossen, Hirsch fällt um. Sind wir sofort hingegangen, konnten uns dann davon überzeugen. Das ist ein wunderbarer, guter Abschluss, war der Hirsch jetzt 10 Jahre alt. Und ich freue mich riesig darüber, bedanke mich bei allen Beteiligten, bei allen Organisatoren. Bei Jörg Eberitsch für die hervorragende Ausrichtung und kann nur sagen, ich bin richtig gut zufrieden, freue mich super und ich wünsche uns allen heute Abend noch einen schönen Tag. Dann dreht sich das Geweih nochmal um. Kräftigen dies mit einem Dreifachen, kräftigen Hoino! Ja! Hoino! Ja! Hoino! Ja! Ein Hoino, ein Hoino, ein Weidmann! Ja, ein herrlicher Morgen ist durch einen Jagderfolg gekrönt worden. Wir sind früh rausgegangen, haben an einer großen Freifläche erst jede Menge Anblick gehabt. Ein 8-jähriger Hirsch, der leider noch nicht zu schießen war, ging auf 30 Meter an der Kanzel vorbei, hätten wir fast mit der Hand greifen können. Nach dem tollen Erlebnis sind wir dann abgebaumt, haben die Stellung gewechselt, sind durch den Wald gepirscht, haben dann das Glück gehabt, dass er sich einmal gemeldet hat und wir wussten, ha, da ist was. Und Christoph hat ganz souverän die Sache gemeistert, hat ihn angesprochen, hat ihn dann freigegeben. Das Tolle war, er kam auf uns zu, also er wollte wohl sterben. Und dann habe ich ihn auf 40 Schritt erstrecken können. Trotz guten Schuss ist er trotzdem auch noch 40, 50 Schritt gegangen und lag dann, als wir nachgeguckt haben, mausetot. Und von daher gesehen, also eigentlich alles so, wie es sein soll. Und ich bin ganz dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich denke mal, so ein Erlebnis wünscht sich jeder. Und von daher gesehen kann ich nur sagen, wunderbar. Das ist das, was man sich erhofft und wünscht. Und allen, die beteiligt waren, insbesondere Christoph,
herzlichen Dank für die gute Führung. Hast du super gemacht. Und ja, ansonsten die Organisation auch alles bestens. Besser kann es eigentlich nicht. Die sind auf dem Feld. Die sind böse. Halt. Sie machen den ganzen Mais kaputt. Einfach Radio anstellen, wenn die runtergehen wollen. Und sie sind ängstlich.